Heute mache ich mal extra Überstunden wegen euch. Ich habe mir hier den Beam aufgebaut und ich mache was Cooles hier. Guck mal. Ich habe hier eine alte Stahlblechtafel gefunden, eine Schwarzblechtafel, und da möchte ich ein Logo draus bauen. Das soll nachher ein Logo hier oben an die Werkstattwand. Und ja, das Ganze möchte ich jetzt, habe ich jetzt mit dem Beamer hier mal projiziert, möchte das Ganze anzeichnen. Das zeige ich euch mal, wie ich das Ganze so aufgebaut habe. Und später soll es dann mit dem Plasma-Cutter noch ausgeschnitten werden. Das ist jetzt hier eigentlich eine ganz simple Sache. Hier habe ich den Laptop. Da den Beamer, da hinten noch eine Kamera aufgestellt und hier ist unser Stahlblech mit dem Logo drauf. Ja, die Konturen die habe ich jetzt schon mal. Jetzt werde ich die Blechplatte noch hier auf den Tisch legen und dann voll die geraden Linien, die geraden Kanten noch durchziehen. Und ja, ich glaube, dann haben wir es schon. Ja, und in der Zwischenzeit habe ich hier den Schweißtisch aufgebaut, da haben wir auch mal ein schönes Video drüber gemacht. Schreibe ich euch auch noch irgendwo hin, hier in die Infobox. Und ja, hat eigentlich super geklappt hier mit dem Anzeichnen. Jetzt versuche ich heute mal die Konturen hier außenrum zu schneiden. Plasma-Schneider von der Firma Stahlwerk, und ich dachte mal, so ein Stück Stahlblech rausbringen, hauptsächlich wie bei uns dieser Feinblechbereich, ein Millimeterblech habe ich da genommen und wollte daraus mal ein Logo gestalten. Es hat wirklich super funktioniert hier, ein Millimeter Stahlblech, ich habe die Spannung ganz runter gedreht und es hat sehr gut funktioniert. Es gab auch kaum Spannungen im Material, also die sind jetzt wirklich und die Kante, die hat es jetzt so sehr grob rausgeschnitten im Grunde, aber so wollte ich das Ganze auch haben. Hat echt Spaß gemacht und ich war begeistert hier, wie schnell das Ganze auch geht und vor allem ja, wenn wir das Ganze hier rausgeflext hätten, dann wäre es natürlich dementsprechend eine größere Staubbelastung gewesen in der Werkstatt oder es wären hier jede Menge Flexfunken in der Werkstatt rumgeflogen. Ich hätte das Ganze wieder auffegen müssen und die ganze Werkstatt hier, die halbe Werkstatt nochmal durchfegen und dementsprechend wäre es dann mehr Arbeit gewesen. Und so hat sich das mit dem Plasmaschneider wirklich echt minimiert und es war ein kleiner Haufen, den ich echt in 2 Minuten zusammen gefegt habe hier. Das war wirklich eine tolle Sache. Also von dem her hat man wesentlich weniger Dreck hier auch mit so einem Plasmaschneider. Und wenn man gerade so eine grobe Kante will, so eine ein bisschen gröbere Optik, dann ist das eigentlich sehr, sehr gut. Man hat nicht die sauberen Schnittkanten, wie man sie sonst gewohnt sind. Aber wenn man sowas grob gestalten möchte, dann bietet sich so ein Plasmaschneider wirklich sehr gut an. Ja, und mit dem Logo soll es ja auch noch weitergehen. Hier unten haben wir jetzt die Kontur im Grunde entlang geschnitten und der Schriftzug selber. Mit dem bin ich mir noch nicht so ganz schlüssig, wie wir das Ganze gestalten sollen. Und ihr könnt einfach mal unten in die Kommentare schreiben, wie ihr das machen würdet, wie das Ganze aussehen soll.
Ja, da gibt es verschiedene Ideen oder verschiedene Möglichkeiten auch, ob man das Ganze jetzt lackiert, ob man es jetzt vielleicht auch ausschneidet, sodass man dann die ganzen Buchstaben, dass die ausgeschnitten werden, dass die dann, dass man die Konturen dann praktisch sieht nur. Und vielleicht kann man das verrosten lassen oder vielleicht streichen oder metallisch lassen. Schreibt einfach mal unten drunter, wie ihr das machen würdet, in die Kommentare rein und das Video. Und ja, vielleicht habt ihr da noch andere Ideen. Ja, und dann ist unser Newsletter wieder am Start. Tatsächlich haben wir es geschafft über den Jahreswechsel und haben jetzt den Anbieter gewechselt, über den man den Newsletter verschicken. Und ihr könnt euch hier wieder eintragen. Wir wollen die Newsletter rausschicken, das heißt, ihr bekommt E-Mails bei uns mit gewissen Abständen, aber ohne zu nerven. Ich könnte euch ja jederzeit wieder austragen und den Newsletter wieder abbestellen. Also ganz ohne Zwang. Und da gibt es jede Menge Hintergrundinfos und einige Dinge, die wir da noch vorhaben mit dem Newsletter für diejenigen, die das abonniert haben. Jetzt kann man sich auf jeden Fall wieder eintragen und bekommt einen coolen Mehrwert, im Grunde ohne zu nerven. Ab jetzt wird es wieder jede Woche ein Video geben auf Spenger TV und immer ein Video am Wochenende. Bleibt also dran, es bleibt spannend und wir haben einiges vor hier. Halten euch auf dem Laufenden und bis dahin wünsche ich euch mal alles Gute. Macht's gut, Meister Bub für Spengler TV.